Was bedeutet Musik generell gefragt in Ihrem Leben? Sie sind natürlich selber Musiker. Ja, Musik bedeutet für mich Familie. Ich bin mit Musik aufgewachsen. Mein Papa ist Sänger, mein Opa ist DJ. Also ich verbinde damit einfach viel Familie. Sie sehen toll aus heute Abend. Was muss man dafür tun? Wie machen Sie das? Viel Schminke. Viel Schminke und ein tolles Kleid. Was tun Sie ansonsten für Fitness? Haben Sie so ein kleines Programm sich auferlegt oder wie geht das bei Ihnen? Also ich bin nicht so streng. Wenn ich Lust habe, joggen zu gehen, dann gehe ich raus. Das mache ich sehr gerne mit Freunden zusammen joggen gehen oder halt auch Kraft regelmäßig und natürlich auf die Ernährung achten. Ich lasse Kohlenhydrate so gut wie es geht weg und die Schokolade, leider. Wenn man so schon eine Weile im Showgeschäft ist, gibt es auch für Sie, obwohl Sie noch jung sind, schon eine Art schönster Moment meiner Karriere? Der schönste Moment war, als ich auf der Bühne gesungen habe, zum ersten Mal auf der großen Bühne, live. Und plötzlich habe ich gemerkt, wie das ganze Publikum meinen Song mitsingt. Und da sind mir die Tränen gekommen und dann muss man dann weiter singen und muss sich zusammenreißen. Aber da sind die Gefühle rausgeschossen. Also es war wirklich ganz toll, weil ich gemerkt habe, die Leute singen mit, das gefällt denen und es war ganz toll. Gefühle ist ein tolles Thema. Was muss jemand haben, wie kann jemand ihr Herz erobern? Er muss lustig sein vor allem. Wenn ich mit der Person lachen kann, ist schon die halbe Miete drin. Und vor allem tierlieb, weil wer meinen Hund nicht mag, den mag ich nicht. Das hört sich lustig an. Haben Sie so ein Rezept für sich, wie man in der Liebe glücklich sein und bleiben kann? Denn gerade in dieser Branche ist das ja doch sehr trennungsanfällig. Ja. Ich glaube, gerade in meinem Beruf ist das Wichtigste Vertrauen und Ehrlichkeit. Ein Wort zu Ihrer Schwester. Wie ist es, mit so einer doch wirklich inzwischen sehr berühmten Schwester zu leben? Es ist aufregend. Klar, man hat immer wieder den Vergleich. Aber was mich eigentlich immer nervt, ist, dass wir als Konkurrentinnen dargestellt werden. Das ist halt überhaupt nicht der Fall. Aber es ist natürlich für mich auch gut. Man kennt mich, man weiß, wo ich hingehöre. Und damit hat sie mir schon ein bisschen was einfacher gemacht, sage ich mal. Wie kommunizieren Sie? Haben Sie täglich SMS oder hören Sie auch mal wochenlang gar nichts voneinander? Nee, wir telefonieren regelmäßig über FaceTime. Okay. Also das ist so ein Videotelefon und das ist auch mit der Kleinen. Die kennt es schon, streift dann immer so rum. Also FaceTime ist unser Ding. Wenn man mal so ganz allgemein fragt, welche sind so, sagen wir mal, größere Träume, die Sie noch haben? Also klar, mein größter Traum, aber das ist noch ganz lange hin, klar ein eigenes Konzert irgendwann zu geben, dass die Menschen nur wegen mir kommen und ich stehe auf der großen Bühne und ich singe und das wäre natürlich, aber das dauert noch. Letzte Frage, gibt es allgemein noch Pläne, die Sie schmieden, die Sie noch haben wollen, außer solchen Dingen? Ich möchte auf jeden Fall dieses Jahr noch ein Album aufnehmen. Das ist schon in Planung und ich möchte auf jeden Fall auch eine Ballade drin haben und ein bisschen vielseitig sein. Das hört sich gut an, dabei wünsche ich viel Erfolg. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.